So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu den Neon Time Trails in Season 2 und heute mit einem absoluten Klassiker, nämlich mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft Teil 2. Heute können wir uns auch mal kurz diesen Wagen in etwas mehr Detail ansehen. Man sieht, wie er leuchtet. Wenn er zu schnell wird, ja, über die, ich weiß gar nicht, wie viel es genau war bei Zurück in die Zukunft, über die Grenzgeschwindigkeit, dann ist dieser Wagen auch nicht mehr zu bremsen und beschleunigt wie bekloppt weiter. Aber ich glaube, auf dieser kurzen Strecke wird das nicht passieren. Wir werden sehen. Ab durch die Zeit. So, auch innen drin, vollkommen authentisch mit dem Fluxkompensator. Hoppala. Schön aufpassen hier. Da ist der Moment gekommen, wo er unendlich beschleunigt. Oh, okay. Ja, da muss man etwas aufpassen, denn dann kann man ihn auch nicht mehr bremsen. Dann will er einmal durch die Zeit reisen. Lässt tatsächlich sogar Feuerspuren hinter sich, die man jetzt auch nicht mehr sehen kann. Und naja. Wir müssen noch mal kurz gucken. Er kommt also doch auf diese Geschwindigkeit. Dann hat er seine 1,21 Gigawatt erreicht. So, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, bevor er wieder unendlich beschleunigen will. Oh, da rutscht er sehr quer. Naja, es ist halt auch kein Rallye-Auto, ne? Es ist halt eine Zeitmaschine. Ist sowieso albern, bei einem Time Trail mit einer Zeitmaschine anzutreten. Oh, da kommt ein Sprung. Oh, ein sehr unschöner Sprung. Oh, da geht die Motorhaube auf. Keine Sorge, das ist wie bei modernen Fahrzeugen auch. Das ist ein aktives Spoilersystem. Wenn man bremst, stellt sich das auf, um noch mehr Luftwiderstand zu kriegen. Wenn man beschleunigt, geht es wieder runter. Seht ihr? Pagani hat das als Feature. Oh, ab in die Senke. Oh, ganz knapp auch an dem an der kritischen Geschwindigkeit noch mal vorbei. So. Ah, die Motorhaube hat sich selbst repariert. Ein wunderschöner Drift, etwas rausgerutscht zum Schluss. Und jetzt geht es schon auf die Ziel-Nicht-Gerade. Ah, wird er nochmal schnell? Nein, aber er geht trotzdem in den Baum. Gut, keine gute Zeit, out of time, aber immerhin ins Ziel gekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.